zweifellos muss man sich neben der Lösung der historischen Frage Serbien und Kosovo Bosnien anschauen. Bosnien ist das schwächste Glied in der Kette des Westbalkans und da muss man wahrscheinlich stärker noch als bisher vor allem den politischen Willen demonstrieren. Dieses Land trotz der Probleme, und die werden nicht von heute auf morgen weggehen, auch wenn man sich plötzlich mehr engagiert, dass man dieses Land in der Europäischen Union haben möchte. Diese Message kommt nicht rüber. Es ist viel zu sehr noch ein bürokratischer Prozess, es ist viel zu sehr nur Routine und viel zu wenig der Glaube an die Zukunftsfähigkeit dieser Region. Die gibt es nur in Europa, in der Europäischen Union und davon sollte man die Menschen dort, die dazu bereit sind, die muss man gar nicht mehr so überzeugen. Dazu muss man ihnen an die Hand gehen, dazu muss man sie ermutigen und dazu muss man sie auch aufstacheln, dazu muss man sie auch provozieren sozusagen. Nur auf diese Weise wird es gelingen, dort auch eine neue Politik hineinzubringen. Jüngere Generationen verlassen leider viel zu oft das Land und viel zu viele. Es müssen gerade die jungen Menschen jetzt ihr Schicksal und ihre Zukunft in die eigenen Hände nehmen. Da wäre in meiner Meinung nach eine wichtige Aufgabe, die Europäische Union bisher vernachlässigt hat.